Unser heutiger Studiogast hat gegen die Boateng-Brüder gespielt, gegen Patrick Ebert oder auch Ashkan Dejaga. Er war kurz davor, Profi zu werden und ist dann doch noch im Amateurfußball gelandet. Ich begrüße heute zum Elbkick-TV-Talk Oliver Kunkel. Moin Olli, grüß dich. Servus. Ich habe es gerade gesagt, du hast am Profifußball, am ganz großen Fußball gekratzt, warst lange Zeit bei Union in der Jugend und dann hat es am Ende doch nicht gereicht für den ganz großen Sprung. Woran hat es gehapert? Ja, ich war eigentlich auf einem relativ guten Weg und bin dann mit Union aus der A-Jugend-Bundesliga sind wir abgestiegen. Dann gab es dort einen Trainerwechsel, so ein bisschen ja, Tumulte, sage ich jetzt mal. Hatte auch schon bei den Profis mittrainiert, was dann wieder rückgängig gemacht wurde, weil ein neuer Trainer kam. Und ja, dann hatte ich ein Angebot aus der Oberliga, musste mich dann entscheiden, ob ich das schon wahrnehmen möchte oder ob ich noch ein Jahr in der A-Jugend-Regionalliga spielen möchte. Und hatte mich dann für den Männerfußball entschieden, was eigentlich auch sehr gut lief in der ersten Saison bei Germanischen Eiche. Und hatte dann den Schritt nach Hamburg gemacht und dann wurde es so ein bisschen schwächer alles. Also aus verschiedensten Gründen lief es dann nicht mehr so gut. Und das war so der Hauptgrund, sag ich mal, dass ich dann praktisch von Union weggegangen bin, denke ich mal. Vielleicht wäre es im Nachhinein cleverer gewesen, dort zu bleiben, weiß man auch nicht. Aber das war dann so der große Knackpunkt, sag ich mal, von Berlin nach Hamburg zu gehen und dann nicht gleich so richtig Fuß zu fassen, wie man sich das vorgestellt hatte. Du hast gesagt, du hast bei den Profis mittrainiert. Wie viel Union steckt noch in dir? Dieser Verein ist ein Kultverein. Was macht er aus noch für dich? Genau, also es ist echt in deutschlandweit bekannt, halt auch diese Geschichten, dass die Fans selber das Stadion gebaut haben. Das weiß eigentlich so fast jeder, der sich mit Fußball befasst und spricht mich auch darauf noch an, wenn ich jetzt hier in Hamburg mal darüber spreche, dass ich bei Union war. Ja, also ich interessiere mich noch sehr für den Verein. Guck immer, was sie machen, ob sie jetzt mal den lang ersehnten Aufstieg irgendwann schaffen. Und ja, wie gesagt, mich interessiert das. Und bei den Profis, die coolste Sau ist doch Thorsten Mateschka, oder nicht? Ja, also da ist auf jeden Fall ein Fall für sich. Ich durfte ihn auch kurz kennenlernen, ist zu Recht eine Legende bei den Fans. Und auch so privat ein cooler Typ, hat sich auch früher sehr mit den Jugendspielern auch schon befasst, also nicht irgendwie abgehoben und tut dann so als wäre der Größte sozusagen, er befasst sich sehr mit den Jungen, hilft denen und macht halt auch lustige Aktionen, also in Mallorca und sowas. Dann, was denn für Aktionen? Ja, also er hat zum Beispiel, ich war damals kurz davor, weil ich war nicht mehr dabei, aber ich habe gehört, dass er in Mallorca irgendwie am Flughafen dann mit einem Spider-Man-Kostüm aufgetaucht ist und alle haben ihn gesucht und ja, so ein Dinger bringt er dann zwischendurch mal. Und auch so für die Stimmung macht er auf jeden Fall immer viel in der Mannschaft. Also eine echte Kultfigur? Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass er nach der aktiven Zeit noch irgendwie was im Verein machen wird. Also der ging ja von der Oberliga bis jetzt in die zweite Liga den Weg mit und kann ich mir schon gut vorstellen, dass er da irgendwie, was weiß ich, als Jugendtrainer oder irgendwas, wird er schon dem Verein erhalten bleiben. Deine erste Station in Hamburg war dann Altona 93, als du von Schöneiche hergekommen bist. Was sind so deine Erinnerungen an diese Zeit? Du hast, glaube ich, erstmal viel gespielt und dann abrupt bist du aus dem Kader gerutscht. Ja, das war, also ich hatte erstmal so ein bisschen Anpassungsprobleme, weil ich halt mit 18 oder, ja, ich glaube, ich war noch 18, bin ich von Berlin erstmal alleine nach Hamburg gekommen und ja, hatte dann so ein bisschen Chaos mit einer Wohnung und musste erstmal unterkommen, mich selber zurechtfinden, was dann auch nicht so leicht war, auf dem Platz dann sozusagen seine Leistung zu bringen, wenn man das Private noch nicht alles so geregelt hat. Dann lief es eigentlich sehr gut, also ich kam regelmäßig auf meine Einsätze, teilweise eingewechselt, teilweise auch mal in der Startelf und ja, kam dann aus seltsamen Gründen, ging das dann relativ schnell zu Ende. Ich hatte eigentlich einen Zweijahresvertrag, wovon dann ein Jahr um war und dann hatte ich das, ich hatte damals noch einen Spielerberater von der Unionzeit und sollte dann einen neuen Zweijahresvertrag bekommen mit angepassten Gehältern, weil wir auch in die Regionalliga aufgestiegen sind. Und hatte das sozusagen schon angenommen, habe jetzt nur noch darauf gewartet, dass der Vertrag nach Berlin geschickt wird und das muss alles durchgeschaut werden, ob das rechtlich in Ordnung ist und sowas, was glaube ich ab der Regionalliga auch beim DFB alles eingereicht wird. Und der Vertrag wurde dann nie nach Berlin geschickt. Da habe ich auch nie erfahren, warum das so ist. Und dann hatten wir noch ein Grillfest mit Altona, das war am Ende der Saison, weil wir halt aufgestiegen sind. Und da wurde ich dann in den Raum gerufen und dachte dann, okay, jetzt kriegst du den Vertrag in die Hand und musst den selber irgendwie nach Berlin schicken oder so. Und da wurde mir dann mitgeteilt, dass ich den Verein verlassen soll oder dass ich wechseln soll. Und ja, war dann erstmal natürlich sehr überrascht.
Über die Entscheidung hat er dann auch noch gefragt, ob ich irgendwas, was ich gemacht habe oder welche Gründe es dafür gibt. Da wurde mir dann nicht so richtig Auskunft darüber gegeben. Und ja, dann bin ich zu Bergedorf 85 gewechselt. Weil ich dann halt, ich hatte eigentlich sogar noch ein Jahr Vertrag, aber ich habe dann auch, sag ich mal, eingesehen, dass es aus welchen Gründen auch immer wohl nichts mehr wird. Und dann ist es auch besser zu gehen, als an einem Ort zu sein, wo, was weiß ich, wo einen vermeintlich niemand mehr haben will oder ja. Und bei Bergedorf war es dann ja auch so, dass du dann doch kuriose Geschichten erlebt hast in Bergedorf. Also es genau. War, er zieht sich so durch bisschen durch deine Karriere. So ja, das ist, was war da los dann? Wir haben einen DFB-Pokal gespielt gegen Duisburg, haben da auch eigentlich eine ganz gute Figur gemacht, haben in der ersten Halbzeit sehr gut mitgespielt, haben dann in der zweiten, ja, konditionell waren die uns dann natürlich ein bisschen überlegen, haben dann 5-1 verloren oder 4-1 verloren. Und waren dann nach einem sehr guten Start in der Oberliga Hamburg, waren wir dann Tabellenführer. Hatten, glaube ich, die ersten 7 Spiele alle gewonnen. War auch Stammspieler. Und bin dann zum Spiel gefahren. Auf einmal auf der B5 fährt Martin Sobczyk an mir vorbei auf der Autobahn, kurbelt die Scheibe runter und sagt zu mir, unser Trainer ist entlassen. Dass ich so, das ist gut, Sobi macht öfters mal Späße und so. Dann dachte ich, ja, jetzt nimmst du mal nicht so ernst, fährst erstmal zum Spiel. Kam dann der andere an den Sandertannen und dann war Frank Schulina tatsächlich entlassen. Dann wurde Mali Nitschke neuer Trainer. Die Gründe dafür weiß ich auch bis heute nicht. Ja, liebe Zuschauer, wo Bergedorf jetzt steht, weiß jeder. Das hat mit diesem ganzen Kram als dort begonnen, wie Olli gerade erzählt hat. Und dann bist du auf die glorreiche Idee gekommen, nach dem ganzen Chaos in Bergedorf und in Altona zum FC Sylt zu wechseln. So der größte Chaos-Club der letzten Jahre. Wie ist dieser Wechsel zustande gekommen und hast du dir nicht überlegt, du müsstest jetzt mal zu einem Verein, wo du ein bisschen mehr Ruhe hast und nicht so ein Chaos? Ja, also die Sache ist ja, dass ich aus Berlin komme so und deswegen natürlich nicht so das Hintergrundwissen hatte, wie jetzt, als wenn ich jetzt mein Leben lang in Hamburg gespielt hätte und hatte dann über Sylt nicht so viel gehört, ehrlich gesagt, hatte dann ein Angebot bekommen von denen, was halt sehr gut war, was dann erstmal sozusagen auch ein bisschen verlockend ist, wenn man noch in der Ausbildung steckt und so weiter. Und die Gespräche liefen auch sehr gut. So. Mit Volker Koppelt wahrscheinlich. Mit Volker Koppelt, genau. Mäzen, ja. Genau. Und dann haben wir uns hier in Hamburg einmal getroffen und hatte mir das Ganze so erklärt, wie das ablaufen sollte. Wie es dann abgelaufen ist, ist natürlich dann wieder eine andere Geschichte. Und wir waren dann auch sportlich sehr erfolgreich, haben dann in der Winterpause waren wir Tabellenführer. Ich hatte auch mit Marcel Rath und Mike Wilde zwei ehemalige Bundesliga-Profis oder zweite Liga zumindest, ne? Und war zweitbester Torschütze, habe dann im linken Mittelfeld gespielt, wo ich auch eigentlich alles war sehr gut, ich war zufrieden. Und bis zum 31.01. darf man ja wechseln. Und am 30.01. habe ich dann abends einen Anruf bekommen, er hätte zwei Spieler von Lübeck gekauft, dass ich mir doch einen neuen Verein suchen soll. Wo ich halt auch wieder dachte, ist das so sein Ernst oder was ist jetzt der Hintergrund davon? Und ja, dann gab es aber auch nicht mehr viel zu diskutieren, so, und dann hatte ich halt die Wahl, was ich dann jetzt so mache. Du bist dann nach einem kurzen Zwischenstopp bei Vier Marschlande, warst du kurz in der Landesliga dann, glaube ich, noch und oder in der Bezirksliga sogar. Genau, und dann bist du, sag ich mal, zum nächsten Chaos-Verein gekommen. Ham United gilt ja oder galt lange Zeit als ein kleiner Chaos-Verein, der hat sich jetzt mittlerweile konsolidiert und ihr steht jetzt relativ weit oben in der Landesliga, seit Rückrunden Erster und habt gegen Tabellenführer Buxtehude auch unentschieden gespielt. Ist der Aufstieg für euch schon abgeschrieben oder meinst du, dass da noch was geht? Ja, also für dieses Jahr, es hängt natürlich auch damit zusammen, wer aus der Regionalliga absteigt, ob jetzt einer aus der Staffel aufsteigt oder zwei. Also Platz 1 ist auf jeden Fall abgehakt. Da haben wir halt in der Vorrunde durch Verletzungen und Spieler, die noch im Urlaub waren und so weiter, haben wir halt zu viele Punkte liegen lassen. Die sind jetzt, glaube ich, noch 10 hinten oder sowas. Also das ist schon abgehakt. So. Das offizielle Ziel vom Verein ist auch dieses Jahr noch gut zu Ende spielen und nächstes Jahr einen Angriff zu starten, dass wir halt in die Oberliga endlich kommen. Das ist ja auch schon 3-4 Mal versucht worden mit verschiedensten Methoden oder Kaderzusammenstellungen. Und ja, das ist so unser Ziel, dass wir halt dieses Jahr gucken, ob Platz 2 noch geht. Wenn die anderen halt schwächeln, dann werden wir auf jeden Fall versuchen, da zu sein. Ist der Verein denn so chaotisch, wie man hört? Überhaupt nicht. Also das kann ich auf jeden Fall verneinen. Also wenn es so chaotisch wäre, würde ich da nicht 4 Jahre lang spielen. So, das ist, weiß ich nicht, vielleicht von früher. Also ich hatte sogar schon auf dem Kiez, dass mich Schiedsrichter angesprochen haben und erzählt haben, eure Mannschaft ist ja gar nicht so asozial, wie man immer sagt. So eine Geschichten passieren halt.
wo ich mir auch nicht so richtig erklären kann, jedenfalls in der Zeit, wo ich da war, woher das kommt. Also wir haben jetzt nicht irgendwie dauernd schlechte Schlagzeilen oder machen jetzt nicht irgendwie ständig rote Karten oder weiß ich nicht, woher dieses Image kommt, vielleicht von früher, dass man halt sozusagen einen Durchmarsch gemacht hat, wo halt viele vermuten, dass da sehr viel Geld hintersteckt, wobei es halt auch immer andere Hintergründe gibt, zum Beispiel so Kevin Hansen wurde auch immer jahrelang vermutet, dass er nur wenig Geld bei Ham United spielt, was überhaupt nicht so der Tatsache entspricht, sondern weil der Präsident halt einfach Kevin schon als kleines Kind kannte, Trauzeuge war bei seinem Vater bei der Hochzeit und so weiter. Da spielen halt auch andere Sachen rein, wobei dieses Image halt immer da ist, dass es alles am Geld liegt. So, ne? Und das weiß ich nicht, das kann ich auf jeden Fall verneinen. Also 4 Jahre spielt Olli jetzt bei Ham United. Die Zeit davor war ein kleiner Wandervogel, könnte man sagen. Aber jetzt bist du heimisch geworden. Wenn du mal nicht auf dem Platz stehst bei Ham United, was sind sonst deine Interessen? Was treibst du sonst so? Ja, ich mache viel mit Kumpels. Also ich war ja lange Zeit in einer Beziehung, habe schon einen kleinen Sohn. Bin jetzt nicht mehr mit der Mutter zusammen. Sie ist zurückgegangen mit ihm nach Berlin. Und dort fahre ich halt öfters hin, auf jeden Fall, um ihn zu besuchen. Kommt auch nächste Woche eine Woche zu mir. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Ansonsten mache ich halt viel mit Kumpels. Ja, bin ein großer Borussia Dortmund-Fan, habe dort eine Dauerkarte. Hast du geweint, als die das Finale verloren haben, als Robin das vorgemacht? Da war ich gerade mit Ham United in Mallorca. Ah. Ja, wo unser Präsident natürlich ein großer Bayern-Anhänger ist und beziehungsweise sein Sohn ist ein großer Bayern-Anhänger, er macht das so ein bisschen mit, glaube ich. Ich war auf jeden Fall in der Unterzahl, aber nö, also ich war stolz, dass die Mannschaft das überhaupt ins Finale geschafft hat. Wir hatten schon am Anfang ein bisschen drüber gesprochen, du hast am Profitum gekratzt, hast gegen Askan Dejaga gespielt, gegen die ganze Berliner Connection. Was sind so deine prägendsten Erlebnisse oder was für Geschichten erlebt man mit solchen Leuten? So vor allem mit den Boatengs, die jetzt auch wieder, zum Beispiel Kevin Prince mit seinem Bild, wo er bei der Dopingprobe raucht und Bier trinkt. So was hat man da erlebt in der Zeit mit solchen Spielern? Also es waren schon immer außergewöhnliche Spieler. Also man hat schon in der C- und D-Jugend hat man schon gedacht, okay, wenn mal welche hier auf dem Platz irgendwie Profi wären, dann, also Kevin war auf jeden Fall jemand, wo man das immer gedacht hat. Der war bei Tennis Borussia und ist dann zu Hertha gewechselt. Jerome war auch immer ein sehr guter Spieler, auf jeden Fall. Ich habe halt auch oft gegen ihn eher sozusagen im direkten Duell eher gegen Jerome gespielt, weil er halt Innenverteidiger ist und ich ja im Offensivbereich und Kevin war halt mehr so ein Zehner da in der Jugend. Und Kevin war halt der beste Spieler, glaube ich, den es damals in dem Bereich gab. Du hast auch gegen den sogenannten Shinedu Idee hast du auch gespielt. Der war ja zwischenzeitlich kurz mal weg von der Platte. Was war da los mit dem? Genau, das war auch eine sehr kuriose Geschichte. Also der hat in der Jugend immer der ist halt relativ schnell und schussstark, hat immer viele Tore gemacht. Und auf einmal haben wir halt Union gegen Hertha, war halt auch so das klassische Duell im Berliner Pokal und sowas. Ne? Immer gegen die Mannschaften waren immer die beiden im Finale. Und er war dann auf einmal nicht mehr da eine Saison und hatte das Jahr davor, glaube ich, wieder 30, 35 Tore gemacht. Und dann hatte ich auch Jerome Boateng sogar gefragt auf dem Platz, sag mal, wo ist denn Shinedu Ede? Dann sagte er nur, ja, der ist weg. Und ich sagte, wie, der ist weg? Ja, der hat aufgehört mit Fußball, der will jetzt Rapper werden. Und da habe ich natürlich auch nicht erstmal schlecht geguckt auf dem Platz. Und ein Jahr später kam er dann, glaube ich, wieder in der A-Jugend-Bundesliga und hat dann weitergemacht, als ob er nie weg war. Und ist auch Bundesligaspieler geworden. Er ist jetzt, glaube ich, bei Kaiserslautern oder was? Ne? Er war bei Mainz und ist jetzt zu Kaiserslautern. Ja, auf jeden Fall. Gegen ihn hatten wir auch, glaube ich, gespielt mit Bergedorf im Pokal gegen Duisburg. Sehr guter Spieler auf jeden Fall. Aber Boateng ist ja jetzt zumindest nochmal eine Klasse für sich sozusagen. Ja, also Olli hat mit den Großen gespielt, ist es dann leider selber nicht geworden. Olli, damit du nicht so traurig bist, dass du es nicht ganz nach oben geschafft hast, haben wir noch ein kleines Geschenk für dich. Eine schöne Wodkaflasche, nicht den Frust ertränken, aber mit deinen Mannschaftskollegen kannst du ein bisschen Spaß haben. Auf jeden Fall, den nehme ich mit zum nächsten Mannschaftsabend. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. Vielen Dank für den Talk. Alles klar, vielen Dank, ciao. Das, liebe Zuschauer, war Oliver Kunkel. Fast wäre er selber Profi geworden, hat es aber leider nicht geschafft. Und trotzdem ist er ein sympathischer junger Kerl geblieben.